Diese drei deutschen Politiker waren, wie manche zu wissen behaupteten, im Jahre 1965 nicht zuletzt auch wegen der bevorstehenden Bundestagswahl nach Bochum gekommen, deren Randerscheinungen, wie kaum anders zu erwarten war, Einfluss auf das kommunale Geschehen hatten. Erstmalig wurde unsere Stadt 1965 in zwei Wahlkreise aufgeteilt, 117 Bochum und 118 Bochum-Witten. Die Wahl am 19. September, der sich die Kandidaten von 7 Parteien stellten, verlief ohne Zwischenfälle. In den Bundestag kamen durch Direktwahl die Kandidaten der SPD, Karl Liedtke und Dr. Dr. Heinemann, über die Reserveliste Gerd Springorum, CDU. Wie das Wahlergebnis zeigte, hatten auch im Jahre 1965 die Splitterparteien in Bochum keine Chancen.